Ich möchte Sie mit unserem Geschäftsträger bekannt machen, Genosse Sung Lee. Das ist Mr. Watkins, der Leiter der Ausstellung. Mr. Sung Lee, sehr erfreut. Mr. Watkins, was soll das heißen? Nicht China, Mr. Watkins. Die Volksrepublik, bitte. Ja, Mr. Ho-Chai hat es mir schon gesagt. Und beachten Sie bitte, es muss heißen Revolutionäre Kunst der Volksrepublik. Selbstverständlich. Das ist ja das Wichtigste an einer Vorbesichtigung, dass ich man alles erklärt. Und hier ändern Sie es dann aber auch. Volksrepublik. Volksrepublik. Lang lebe der Vorsitzende Mao. Lang lebe der Vorsitzende Mao. Die revolutionäre Kultur ist eine machtvolle Waffe der Revolution. Lang lebe der Vorsitzende Mao. Lang lebe der Vorsitzende Mao. Lang lebe der Vorsitzende Mao. Vernichtet die Imperialisten. Vernichtet die Imperialisten. Nieder mit den Faschisten. Nieder mit den Faschisten. Vernichtet unsere Feinde. Vernichtet unsere Feinde. Vernichtet den Verräter. Vernichtet den Verräter. Lang lebe der Vorsitzende Mao. 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 Gehen Sie schon, Mr. Song Lee. Ich hoffe, Sie sind mit dem, was wir gemacht haben, nicht zu unzufrieden. Genosse Exzellenz, würden Sie sich bitte, bevor Sie gehen, in unser Gästebuch eintragen. Ich glaube, ich habe nicht richtig gehört. Sie, der Chefinspektor der Spezialabteilung, wollen mich damit beauftragen? Yippie! Scotland Yard streckt die Waffen vor uns zwei Genies. Ja. Der Standpunkt, den die Chinesen einnehmen, ist, milde ausgedrückt, seltsam. Die Entführung ist eine kapitalistische Verschwörung. Darum lehnen sie eine Untersuchung der Scotland Yard vollkommen ab. Wir sind die Lakaien des faschistischen, imperialistischen Kapitalismus. Die Nachforschungen sollen von einem unabhängigen Mann durchgeführt werden. Von mir. Haben die nicht mal ihren eigenen Detektiv mitgebracht? Unparteiisch, unbestechlich. Wie eine Wasserlilie in einem Sündenpfuhl. Nicht korrumpiert von unserer reaktionären Umgebung. Was ist mit deiner trüben Vergangenheit? Wissen die nicht, dass du mal bei Scotland Yard warst? Ja, aber ich habe vor langem mit dem System gebrochen. Ich bin geläutert, reingewaschen. Hemp? Hast du mir die gelbe Farbe besorgt? Oh, Evelyn, darf ich erst mal vorstellen. Evie, das ist Chefinspektor Kavanagh von Scotland Yard. Evelyn McLean, meine Nachbarin und Stütze. Oh, entschuldigen Sie. 8 Liter gelbe Farbe. Hey, immer langsam. Ich bezahle es doch. 8 Liter? Willst du deine Wohnung renovieren? Nein, es ist für ein Bild. Ein Bild? Ich habe eine Leinwand von 10 mal 12 Meter. 10 mal 12? Hast du dir als Atelier ein Zirkuszelt gemietet? Nein, eine Radrennbahn. Da kurft sie rum und pinselt ihr Bild mit dem Besen. Gib schon die Farbe her. Wo sind meine Socken? Ach, die werden schon gestoppt. Ich habe sie nicht vergessen. Die Socken kommen schon noch. Augenblick, gib's her. Die Kunst ist wichtiger als deine Füße. Zieh schon los. Danke, Adam. Deine albernen Socken mache ich später. Das dauert doch bloß ein paar Minuten. Ach, hau schon ab. Und komm ja nicht ohne meine Socken wieder. Entschuldigen Sie bitte den Auftritt, Kavanagh. Nehmen Sie doch wieder Platz. Also, wie war das mit den Chinesen? Sie haben einen Brief von den Entführern bekommen? Ja, aber sie haben ihn mir nicht mal gezeigt. Also müssen wir erst mal erfahren, was drinsteht. Wozu? Was macht er schon, wenn einer den chinesischen Geschäftsträger entführt? Warum macht er da so viel Theater? Weil die Chinesen so eine Situation restlos ausnützen würden. Der Mann ist einer ihrer wichtigsten Diplomaten. Die entführen unsere Jungs seit Jahren. Lass sie ruhig ein bisschen schmoren. Mit einem Bein lebst du noch im Wilden Westen. Wir müssen die Nachforschungen vorantreiben. Das Kabinett befürchtet Verwicklungen. Das wollen die doch nur. Die ganze Sache ist abgekartet. Die Chinesen haben ihn selbst entführt. Ja? Ja, das ist möglich. Aber was wollen Sie dann von mir? Also, wie wollen wir vorgehen? Sie haben völlig freie Hand.
Aber es bleibt Sache der Polizei, ob es denen gefällt oder nicht. Verstehe. Enge Zusammenarbeit und ich in vorderster Linie. Genauso. Na dann los. Hem, kommst du nach ins Labor? Nein, ich glaube nicht. Wenn das Kidnapping wirklich echt ist, bin ich für die Kidnapper. Wer hat das angeordnet? Wer sind Sie? Also eine Hinrichtung. So, darf ich vielleicht den Grund erfahren? Verstehe schon. Sie kennen ihn selber nicht. Ihr seid bezahlte Lakaien eurer imperialistischen Gebieter. Definieren Sie imperialistisch. Definieren Sie es. Imperialisten sind die Ausbeuter der Massen anderer Völker zu ihrem eigenen Vorteil. So wie ihr in Korea, Indonesien. Sansibar, Tibet. Sie haben sich selbst bloßgestellt. Sie sind der Repräsentant einer imperialistischen Regierung. Was sind Sie? Was sind Sie? Was sind Sie? Was sind Sie? Also, was sind Sie? Ich bin der Repräsentant der Volksrepublik China. Merken Sie sich das. Sie sind die ignoranten Werkzeuge der faschistischen Rechten. Definieren Sie Faschismus. Faschismus ist die Diktatur sämtlicher Reaktionäre. Definieren Sie Reaktionär. Definieren Sie Reaktionär. Ich werde es Ihnen abnehmen. Reaktionär ist jemand, der reagiert. In welcher Hinsicht? Auf vergangene Formen der Regierung. Eine Regierung des Volkes gab es schon vor dem Kommunismus. Demnach ist Marx ein Revisionist. Und Sie sind ein Reaktionär. Was sind Sie? Sagen Sie es. Ich bin ein Reaktionär. Sie verschwenden Ihre Zeit, jämmerlicher Lakai. Sie sind der Lakai. Das Werkzeug einer imperialistischen Hierarchie, die sich verschworen hat, die demokratischen Völker der Welt durch Hass zu zerstören. Und Lügen. Eine erzwungene Revolution, künstlich erzeugt von politischen Minoritäten. Das wäre reaktionärer Faschismus. Davon müssen Sie gesäubert werden, Sung Lee. Wir werden Sie zur Wahrheit umerziehen. Sie werden die Verbrechen Ihrer sogenannten Volksrepublik begreifen lernen. Sehen Sie sich das an. Hier sind demokratische Gedanken. Die Deklaration über die Menschenrechte, die Magna Carta, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung. Gedanken über Freiheit und Gerechtigkeit. Das werden Sie lesen, lernen, auswendig lernen, bis Sie es mir Wort für Wort wiederholen können. Oder Sie bekommen nichts zu essen. Die Herren sind da. Ja, führen Sie sie herein. Würden Sie mich bitte allein lassen? Mr. Ho Chai, Mr. Strange. Setzen Sie sich bitte. Danke. Danke, Chefinspektor. Lassen Sie uns bitte allein. Mr. Ho Chai, Sie müssen schon mit der Polizei zusammenarbeiten. Der Innenminister hat darum gebeten, dass ich mich informiere. Ich habe doch die Einmischung der Polizei bereits abgelehnt. Auch den Innenminister brauchen Sie nicht zu erwähnen. Wenn Sie jedoch darauf bestehen, hier zu bleiben...
Sind Sie übrigens der Ansicht, Mr. Hochschild, dass der Überfall vorbereitet war? Erwarten Sie etwa von uns, dass wir etwas anderes vermuten? Wir wurden oft genug mit der britischen Heuchelei konfrontiert. Hier handelt es sich nicht um eine private Entführung. Es ist ein politischer Piratenstreich. Ich hörte, dass Sie einen Brief der Entführer bekommen haben. Darf ich den sehen? Danke. Bedingungen für die Freilassung von Sung Lee. Erstens, Edward Dietz muss aus dem Gefängnis in Peking entlassen werden. Zweitens, er muss nach England gebracht und hier gegen Sung Lee ausgetauscht werden. Drittens, wenn das nicht innerhalb von 7 Tagen geschieht, wird Sung Lee sterben. Wie Sie sehen, eine unerhörte dreiste Erpressung gegenüber unserer Volksrepublik, die von ihrer Regierung stillschweigend geduldet wird. Geben Sie Ihre Zustimmung bekannt durch die folgende Anzeige in den nachstehend aufgeführten Zeitungen in der Spalte Verschiedenes. Wilco, PRC. Dietz, das ist dieser Hochbauingenieur, nicht? Ja, er wurde vor 3 Jahren in Peking verhaftet. Keine Verhandlung, keine Erklärung, gar nichts. Studenten? Da gäbe es eine Möglichkeit, das ohne Ärger zu lösen. Entlassen Sie Dietz. Wir wissen nichts von einem Edward Dietz. Aber Peking, sicher, Sie sollten Verbindung aufnehmen. Das habe ich bereits getan. Und hier habe ich die Antwort. Ich werde sie Ihnen übersetzen. Bitte. Die britische Regierung muss dafür sorgen, dass Sung Lee umgehend freigelassen wird. Erfolgt die Entlassung nicht, sind wir gezwungen, die ganze britische Mission in Peking ausnahmslos in Haft zu nehmen. Gib mir doch mal bitte den Notizblock, Adam. Wie kommt's, dass du es dir doch überlegt hast? Dass ich mitmache? Ja. Bis jetzt müssen wir uns doch ganz darauf verlassen, was Scotland Yard an wissenschaftlicher Arbeit zu bieten hat, nicht wahr, Herr Assistent? Holla, vielen Dank. Ich finde, dass ich in verkrachter Medizin ein bisschen zurückhalten sollte. Ich glaube ja nicht, dass ich der britischen Regierung unter die Arme greifen will. Ihren Bemühungen, Dietz in den letzten 2 Jahren freizubekommen, sind so bescheiden ausgefallen, dass man nur den Kopf darüber schütteln kann. Sehr richtig. Red kein Blödsinn. Ich verstehe das nicht. Wie viel Mann hat die chinesische Mission hier bei euch? Etwa doppelt so viel wie eure in Peking. Verdammt nochmal, verstehst du nicht? Dieser Kidnapper droht, einen Mann zu ermorden, Ham. Hoppla, was haben wir denn hier? Spuren an dem Erpresserbrief beinhalten Partikel von P2O5. Phosphorsäure. Was hat das zu bedeuten? Dass er Amerikaner ist. Wir nennen P2O5 Phosphorpentoxid auf dieser Seite vom Teich. Phosphorpentoxid, das ist ein Düngemittel, nicht wahr? Ja. Was haben Sie gefunden? Etwas Ruß. Ofenruß von einer Paraffinflamme. Außerdem noch was, irgendwelche Carbohydrate. Hallo, Strange. Wir haben jetzt einen endgültigen Bericht bekommen. Die Entführung hat nichts zu tun mit M1, 5, 6 oder anderen offiziellen Abteilungen. Eine absolute Privataffäre. Was ist mit den Fingerabdrücken auf dem Brief? Unbekannt. Vorwiegend von den Chinesen, nehme ich an. Das Papier ist gewöhnliches Schreibmaschinenpapier, das man überall kaufen kann. Und die Buchstaben stammen aus alten Zeitungen, mit Leim aufgeklebt. Wissen Sie, ich habe an Ihre Idee mit den Studenten gedacht. Dietz ist immerhin Ingenieur. Es wäre doch möglich, dass eine Gruppe von Ingenieurstudenten den Einfall hatte. Ham! Hallo, Ivy. Adam! Du, hör mal, diese Leute im Museum sind einfach fantastisch. Ja? Die typografische Abteilung ist toll. Die haben es doch fertiggebracht, die Zeitungen zu finden, aus denen all diese Buchstaben stammen. Heißt das, die Buchstaben sind im Museum ausgeschnitten worden? Nein, 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 das nicht. Nein, pass auf, die haben die Punkte ausgemessen. Und dann haben sie festgestellt, dass es Borgis heißt, ja, die Schrift. Die Schrifttypen, ja? Und dann ja. haben sie noch festgestellt, dass diese Schrifttypen immer dieselben sind. Die Buchstaben sind alle aus derselben Zeitung. Verschiedene Ausgaben, aber das gleiche Blatt. Aha. Und dann haben sie alle Inhaltsverzeichnisse von sämtlichen Jahren und allen Zeitungen durchgesehen. Und dann hatten sie es raus. Das Blatt heißt The Farmer's News. Farmer's News. Farmer's News und Düngemittel, das passt ganz schön zusammen. Tatsache? Aber warte, du hast bis jetzt erst die Hälfte gehört. Die Ausgaben, aus denen die Buchstaben kommen, stammen aus den Jahren zwischen 1828 und 1843. Was? Das ist wirklich interessant. Also haben wir erst einmal eine Farm. Eine ziemlich alte Farm. Und es handelt sich bestimmt um ein damaliges Lokalblatt. Ja. Dadurch lässt sich bestimmen, um welche Gegend es sich handelt. Genau. Das könnt ihr auch haben. Es ist in England. Evelyn, du bist eine tüchtige kleine Person. Das hast du ganz fabelhaft gemacht. Das finde ich auch. Na schön. Dann wollen wir mal zusammenfassen, Moment was mal, wir haben. Moment okay. mal. Auf der Rückseite des Blattes, das man irgendwo hinlegen musste, um die Buchstaben aufzukleben, habe ich Spuren von Pferdefutter gefunden. Das Wohnhaus scheidet Richtig, dann das aus. Das muss in einer Scheune gemacht worden sein. Oder im Stall. Oder im Stall. Scheune oder Stall einer Farm, die vor dem Jahr 1828 gebaut wurde. 1828. Thank you.
habe einen Job für Sie. Sind Sie vielleicht in der Nähe von Green Lane? Ja, Nummer 34. Mr. Strange? Ja? Vom Internationalen Nachrichtendienst? Mrs. Dietz. Mein Sohn, Sie haben Nachrichten von Edward? Nein, tut mir leid, habe ich leider nicht. Ich schreibe etwas über englische Bürger, die in Rotchina festgehalten werden. Über ihren Zustand und die Wirkung, die es auf die Familien gehabt hat. Man muss die Welt immer wieder daran erinnern. Ja. Wenn Sie nichts dagegen haben, mich zu begleiten. Natürlich nicht. Ich habe eine Menge zu erledigen. Das macht nichts. Aber ich kann Sie nicht zurückbringen. Keine Sorge, ich komme schon zurück. Wir haben alles versucht, um Edward zu helfen. Wir waren bei politischen Versammlungen, wir haben Unterschriften gesammelt, Eingaben gemacht. Aber wir haben nichts mehr von ihm gehört. Seit 3 Monaten nicht. Wir? Meine Tochter und mein anderer Sohn, Roger. Er und Edward haben sich sehr gut verstanden. Roger ist sehr verbittert. Er ist in Oxford. Also Student? Ja. Und nachdem mein Mann gestorben ist, hingen die beiden Jüngeren noch mehr an Edward. Ja, das ist verständlich. Sie haben es nicht leicht gehabt, Mrs. Dietz, 3 Kinder aufzuziehen, für ihre Ausbildung zu sorgen. Und jetzt? Oh, wir sind immer zurechtgekommen. Durch das Geschäft kann man sich natürlich selten ausruhen. Aber jedenfalls ist man dadurch immer abgelenkt. Wenn er noch spioniert hätte oder sowas. Aber die Chinesen haben ihn aufgefordert, dorthin zu kommen, um Brücken über den gelben Fluss zu bauen. Und dann sperren sie ihn ohne Grund ein. Ich weiß, sie sind unberechenbar. Und dann seine Briefe. Sie klangen so beängstigend vergnügt und unbesorgt. Tag für Tag allein in einem kleinen Raum. Das ist die schlimmste Quälerei, die man einem Menschen wie Edward antun kann. Es ging so lange, dieser andere Mann mit ihm im selben Haus war, Mr. Blake. Er hat mich besucht, nachdem er zurück war. Da hatte er wenigstens jemand, mit dem er sprechen konnte. Aber jetzt... Ja, William Blake, den hatte ich ganz vergessen. Was war? Fernostkorrespondent, nicht? Ja, ganz recht. Mhm. Den haben Sie laufen lassen. Selbstverständlich ohne Erklärung. Nichts. Warum haben Sie ihn laufen lassen und nicht Edward? Es ist alles so unbegreiflich. Also dieser Blake hat Sie besucht? Vor 6 Monaten, ja. Armer Mann. Er war in einem schlimmen Zustand. Ich weiß nicht, was Sie mit ihm gemacht hatten. Er schwor, dass er Edward rauskriegen würde. Irgendwie, aber... Ich hatte das Gefühl, dass man ihn für das, was er sagte, nicht verantwortlich machen konnte. Was ist mit diesem William Blake? Ist das unser Mann? Wäre möglich. Versuch es zuerst beim Presseverband. Und dann solltest du dich um Freunde oder Verwandte kümmern. Was ist mit seiner Wohnung? Hat er keine? Habe ich angerufen. Der Wirt sagt, er wäre außerhalb. Aha, also auf dem Land. Anzunehmen. Evie, soll ich mit diesen Socken rumlaufen? Niemand sieht was davon. Du trägst doch Schuhe, oder? Adam, sieh dir die Socken an. Meine Zehen sehen aus wie Kaninchen in der Falle. Stell dich doch nicht so grauenvoll an. Ich bin Künstlerin. Ich bin nicht etwa deine... Meine Frau? Der Himmel bewahre mich davor. Hör mal, Evie. Wie gut weißt du in Oxford Bescheid? Die Engländerinnen scheinen dich verwöhnt zu haben. Und wie die hier es aussieht. Evie. Bei deinen emanzipierten Amerikanerinnen könntest du dir sowas nicht erlauben. Die kümmern sich nicht um deine stinkenden alten Socken. Hey, halt mal die Klappe. Ich rede mit dir. Was? Kennst du dich in Oxford aus? Mittelmäßig. Ich habe einen Freund da. Ein charmanter Typ, der nie versuchen würde, mich auszunutzen. Fahr nach Oxford, geh zum New College und versuch, Roger Dietz ausfindig zu machen. Wieso? Wird der auch vermisst? Keine Ahnung. Telefonisch ist keine vernünftige Antwort zu bekommen. Okay. Was mache ich, wenn ich ihn gefunden habe? Freu dich für seine Mutter und fahr wieder ab. Ich weiß, was ich mache, wenn ich Blake finde. Ich schüttle ihm die Hand und gebe ihm den Preis für den Sportsmann des Jahres. Würdest du dich bitte beeilen, Ham? Ich möchte, dass wir ihn vor der Polizei finden. Klar. Komm, Evie. Oh, und mit diesen Socken soll ich nun Blake finden. Hey, hab dich doch nicht so... Mehr. Ist das unbedingt nötig? Ja, es muss sein. Wir haben nur eine Woche zur Verfügung und nicht 3 Jahre, um ihn weich zu kriegen. Warum wollen wir ihn denn weich machen? Genügt es nicht, dass wir ihn als Geisel haben? Denen da drüben hat es auch nicht genügt, mich nur gefangen zu halten. Nein, sie mussten mich auch noch durch einen Umerziehungsprozess jagen. Aber es hat ihnen doch nichts genützt, oder? Wirklich nicht? Diese Gedanken von Mao, ich wiederhole sie im Schlaf, ich kann mir einfach nicht helfen. Ich traue jetzt keiner Sache mehr und keinem Menschen. Nicht mal meinen Freunden. Ich bin ein Fremder in meinem eigenen Land, eine Zeitbombe. Ich will aus ihm auch eine Zeitbombe machen, damit er mitten unter seinen Leuten explodiert.
Blake, warum foltern Sie mich? Was wollen Sie von mir? Dasselbe, was ihr von mir wolltet. Ich will Sie nur zur Wahrheit führen. Blake, wir haben Sie allerdings nicht verhungern lassen. Ich bekam erst zu essen, als ich weich geworden war und lernte, brav vorzubeten, was euer Vorsitzender Mao sagt. Haben Sie auswendig gelernt, was ich Ihnen gegeben habe? Nein, ich könnte es gar nicht. Es ist viel zu dunkel hier und dann wieder viel zu hell. Immer dieser Lärm und nichts zu essen. Haben Sie den Wunsch zu lernen? Ich werde schon lernen. Haben Sie den Wunsch zu lernen? Ich habe den Wunsch zu lernen. Gut. Dann wird das Licht etwas gedämpft und das Geräusch wird abgestellt, während Sie lernen. Aber nur während Sie lernen. Verstanden? Muss ich die ganze Zeit lernen, Blake? Kann ich auch mal schlafen? Wenn Sie Fortschritte machen, dürfen Sie auch schlafen. Eines Tages wird es Sie erwischen. Wenn mein Land den dekadenten Westen überrennt, wird man Sie töten. Ich persönlich werde dafür sorgen. Wollen Sie lernen oder soll ich das Geräusch wieder anstellen? Ich werde lernen. Dann werde ich den Scheinwerfer ausschalten. Sag mal, Evie, hat sein Dozent gesagt, seit wann er verschwunden ist? Das ist immerhin noch nicht besonders lange. Also gut, vielen Dank, Evie, und komm sofort zurück. Wiederhören. Hallo, Adam. Na, wo steckt Blake? Ich war bei den Nachrichtendiensten, dem Presseclub und beim Journalistenverband. Natürlich auch in seiner Wohnung. Nichts, aber auch gar nichts. Also nichts, absolut gar nichts. Vielleicht haben wir doch eine Kleinigkeit. Ich habe eine Karte in seinem Briefkasten gefunden, auf der stand, dass er nicht zur Behandlung gekommen ist. Was für eine Behandlung? Nur eine Mahnung vom Arzt, weil er seinen monatlichen Besuch in der ambulanten Abteilung vom West Grange Hospital verpasst hat. Was ist dabei rausgekommen im West Grange Hospital? War noch nicht da. Ich muss erst mal was essen und mich einen Moment ausruhen. Diese jungen Menschen, komm, wir verschwenden Zeit. Ab geht die Post! Quetscht sie über alles aus. Nach den Verwandten und so weiter. Komm. Ich werde gleich meine Prügelstriemen behandeln lassen. Na, haben Sie die Farm gefunden? Nichts? Sie auch nicht? Willkommen im Club. Kommen Sie, machen Sie sich's bequem. Strange, wissen Sie, wie viele alte Farmen es bei uns gibt? Und raten Sie, was mir gerade befohlen wurde. Was denn? Ich soll die Anzeige mit der Wilco-Botschaft morgen in die Zeitungen bringen. Wer verlangt das? Der Innenminister? Ja, der Innenminister. Der Premierminister wird nervös und alle fangen an, verrückt zu spielen. Sie wollen den Kidnapper aus seinem Versteck locken, und zwar sofort. Das ist doch gefährlich. Sehr gefährlich. Die Regierung glaubt, sie müsse was unternehmen. Man hätte etwas warten sollen. Seit 2 Jahren strengt sich die Regierung auf die übliche Weise an, Dietz Entlassung zu erreichen. Und was ist dabei rausgekommen? Absolut nichts. Und jetzt kommt eine Einzelperson, bricht alle Regeln und vergilt Gleiches mit Gleichem. Banditentouren sind das. Und wer weiß, wenn man uns Zeit genug geben würde und nichts schief geht, könnten wir es schärfen. Aber man muss uns Zeit geben. Zeit muss man haben. Geduld muss man haben. Strange, was haben Sie rausgefunden? Was, ich? Nichts. Mr. Ginn, Sie wissen genauso gut wie ich, dass ich nicht über meine Patienten sprechen darf. Ich bitte Sie doch nur darum, mir zu helfen, Blake zu finden. Sie haben seine Personalangaben. Sie wissen, wer seine Verwandten sind. Ich brauche nur deren Adresse. Wer sind Sie, Mr. Ginn? Ein Polizist? Wie kommen Sie darauf? Ja oder nein? Es gibt eine Verbindung. Was hat er angestellt? Bekomme ich jetzt die Adresse seiner Verwandten oder nicht? Miss F. Blake. Miss Blake, seine Schwester? Tante. Hier ist sie. Wir nehmen an, dass er jemand entführt hat. Unter welchen Umständen? Bitte, Mr. Ginn, das ist sehr wichtig. Warum? Was ist denn mit ihm? Tut mir leid, das kann ich Ihnen nicht sagen. Na, der Hippokratische Eid, ich weiß schon. Tja, wenn es so ist, Doktor, dann muss ich mich eben jetzt verabschieden. Hören Sie, eins können Sie erfahren. Blake ist in medikamentöser Behandlung. Mit bestimmten Mitteln, die er monatlich von uns erhält. Wenn er die Sachen bekommt und regelmäßig einnimmt, ist er ein ruhiger, vernünftiger Mensch. Inzwischen ist er jedoch etwa 2 Wochen überfällig. Und wie wirkt sich das auf ihn aus? Schlecht zu sagen.
Er wird wohl einen Rückfall haben. In welchem Zustand? Nein, darüber darf ich wirklich nicht sprechen. Na schön, dann werde ich es mal anders formulieren. Wenn ich dieselben Medikamente nötig hätte, welche Krankheit hätte ich dann, Dr. Ward? Gut, Mr. Gint. Schizophrenie. Paranoide Schizophrenie. Gemeingefährlich? Durchaus möglich. Ich setze als Beispiel einen Patienten, der 6 Monate bei uns bleiben musste, nach einem Gefängnisaufenthalt in China. Wirklichkeitsverschiebung, emotionale Disorientierung, Anfälle von Gewalttätigkeit. Er hat versucht, einen unserer Pfleger umzubringen. William? Nein, wissen Sie, mein Neffe besucht mich leider sehr selten in letzter Zeit, Mr. Strange. Ach je, die sieht ja jämmerlich aus. Also was könnte ich mit dieser armen Pflanze wohl machen? Das sieht nach Ungeziefer aus. Ja, leider. Würden Sie so freundlich sein, mir etwas bastreichen? Sagen Sie, Miss Blake, hat Ihr Neffe vielleicht einen bestimmten Lieblingsplatz auf dem Land? So eine Art Versteck? Ein Versteck? Wohl kaum, nicht, dass ich wüsste. Oh, danke schön. Das ist doch ungezogen von ihm, dass er Sie derartig sitzen lässt. Es ist doch hoffentlich nicht so wichtig, was Sie von ihm wollen. Es ist dummerweise sogar ziemlich wichtig. Oh je, das tut mir aber leid. Geht es vielleicht um das Buch, mit dem er sich beschäftigt? Buch? Ja, er schreibt nämlich ein Buch. Wussten Sie das nicht? Nein. Ja, er schreibt über seine Erlebnisse in Rotchina. Oh, würden Sie mir freundlicherweise etwas Wasser holen? Da drüben ist ein Hahn. Ach, diese furchtbaren Sachen, die heutzutage so geschehen. Das war wirklich noch was anderes in meiner Jugendzeit. Aber natürlich, damals gab es eben dieses Fernsehen noch nicht. Und da wir auf dem Lande lebten, haben wir von vielem nichts gehört. Ach, Sie sind auf dem Land aufgewachsen? Ja. Wo war das? In Appledore, Kent. Gott, das ist doch wunderschön. Ja. Ich nehme an, dass Ihr Neffe dort auch aufgewachsen ist. Er war sehr oft bei uns zu Besuch. Natürlich nur in den Schulferien, während seine Eltern in Singapur waren. Sein Vater war nämlich im diplomatischen Dienst. Oh, er hat sich so wohl gefühlt auf der Farm, unser William. Wissen Sie, George? George ist mein Schwager gewesen. Der war wie ein zweiter Vater zu ihm. Ich nehme an, dass er immer noch ab und zu einen Besuch auf der Farm hat. Leider nein. Das ist zu Ende. Sehen Sie, George ist lange tot und Harriet, das ist meine Schwester, sie... Aber das langweilt Sie bestimmt. Ganz und gar nicht interessant. Erzählen Sie weiter. Sehen Sie, die alte Farm ist nicht mehr bewohnt. Sie ist jetzt zum Verkauf angeboten. Sie ist unbewohnt? Ja. So ein Jammer. Wildfields Farm. Ein bezauberndes Plätzchen. Wir waren so glücklich dort. Die schöne, saubere Luft. Und in den Wäldern hörte man die Fasanen. Wir halten es für selbstverständlich, dass alle Menschen gleich geschaffen wurden und dass sie von ihrem Schöpfer mit bestimmten unabänderlichen Rechten ausgestattet wurden. Ihr Recht auf das Leben, ihr Recht auf die Freiheit und Zufriedenheit. Halt! Und das Was war das zweite Recht? Recht auf Freiheit. Wiederholen Sie es. Denken Sie darüber nach. Freiheit, Freiheit. Ich sagte, denken Sie darüber nach. Was ist denn eigentlich Freiheit? Das, was Sie mir verweigern, Blake. Mehr als das, Song Lee. Viel mehr als das. Es bedeutet Freiheit des Geistes, Befreiung von Not, Glaubensfreiheit, Redefreiheit, das Recht, seine eigene Regierung zu wählen. Hält sich Ihre Volksrepublik an diese Dinge? Natürlich. Obwohl es bei Ihnen nur eine politische Partei gibt? Wir suchen uns die Mitglieder dieser Partei aus. Es gibt viele Kandidaten. Aber Sie haben keine Möglichkeit, Ihre Regierung zu stürzen. Ist das Demokratie? Ich habe entsetzlichen Hunger, Blake. Ist das Demokratie? Nein. Was ist es dann? Was ist es dann? Was ist es? Bill! Bill, Sie sind einverstanden! Halt die Klappe! Geh nach nebenan! Hören Sie zu, Song Lee. Wenn das Ziel das Paradies auf Erden wäre, aber der Weg dahin aus Hass, Lüge und Unterdrückung besteht, dann gibt es keine Rechtfertigung dafür. Nicht die mindeste. Verstehen Sie das?
Blake, ist das alles, was Sie mir geben? So viel, wie ihr mir gegeben habt. 300 Kalorien. Durch mehr würde das Denken unterbunden. Unterbrich mich gefälligst nie wieder. Wirst du das endlich lernen? Entschuldige. Niemals. Bitte. Hast du das endlich kapiert? Niemals. Okay, Bill. Ich habe nicht daran gedacht. Sie sind einverstanden. Sie lassen Edward frei. Wo ist die Antwort, die wir entworfen haben? In der Schublade. Hol die Zeitungen her. Ja. Also dann. Wie heißt die erste Zeile? Instruktionen für den Austausch. In. Wie heißt das nächste Wort? Dienstag. Dienstag. Das habe ich schon mal benutzt. Sie da! Steigen Sie da sofort runter! Kommen Sie schon! Was suchen Sie denn hier? Ich wollte nur mal reinsehen. Ja. Wozu? Das ist Privatbesitz. Wissen Sie das nicht? Das ist doch Wildfields Farm. Ja. Sie soll doch verkauft werden. Steht draußen dran. Warum sind Sie nicht vorn reingekommen? Der ganze Komplex sah so unbewohnt aus. Ich suche nämlich hier in der Gegend eine Farm. Bis jetzt habe ich nichts gefunden, aber hier gefällt es mir. Ich glaube, das wäre was für mich. Ja, gar nicht schlecht. Das könnte was werden. Nur schade, dass alles Weideland ist, Mr. Robinson. Robinson. Was züchten Sie? Schafe? Nein, Milchwirtschaft. Aha. Wir haben keinen großen Viehbestand. So, so. Wo sind die Kuhställe? Wo wird gemolken? Ach, wissen Sie, gemolken wird da drüben. Ja? Ich sagte Ihnen schon, wir wollen nicht verkaufen. Wir wollen hier bleiben. Ja, ja, sicher. Das haben Sie mir vorhin gesagt. Dann sollten Sie aber das Schild am Zaun endlich abnehmen. Ja, natürlich. Schade, dass ich mir den Weg gemacht habe. Wiedersehen. Wiedersehen. Also, was willst du jetzt tun? Gar nichts. Gar nichts? Greift niemand auf seinem eigenen Gelände an, Kinder. Ganz besonders, wenn es sich um offenes Gelände handelt und eure Truppen zu sehr trampeln. Und wenn der Gesuchte eine Waffe in der Hand hält. Hm. Wird der alte Kavanagh nicht aus der Haut fahren, wenn er herauskriegt, dass du ihm wichtige Informationen verschweigst? Das wird er bestimmt. Aber darauf kann ich jetzt keine Rücksicht nehmen. Ich mache mir Sorgen um Blake, der Mann ist wirklich ein Problem. Ich will auf jeden Fall alles nur irgend Mögliche vermeiden, das ihn dazu bringen könnte, einen Mord zu begehen. Also wollen wir abwarten, bis Blake den nächsten Zug macht. Sehr richtig. Er wird die Anzeige inzwischen gelesen haben und vermutlich werden die Chinesen morgen seine Vorschläge zum Austausch bekommen. Dann greifen wir wieder ein. Bitte, setzen Sie sich, meine Herren. Sie wollen sicher die neueste Entwicklung der Verschwörung erfahren, die Ihre Regierung eingeleitet hat, Mr. Strange. Ich muss doch sehr bitten, abwarten. Mr. Strange. Lassen Sie ihn aussprechen, bitte. Ist das da ein neuer Brief von den Kidnappern? Ja. Ich bin ziemlich sicher, dass der Chefinspektor ihn bereits kennt. Mr. Ho Chai, glauben Sie wirklich, dass unsere Regierung sich zu derartigen Bemühungen aufraffen würde, um das Gesicht zu wahren? Ja.
Das glaube ich. Ich versichere Ihnen, dass unsere Regierung Mr. Sung Lee nicht festhält. Diese Austauschvorschläge sind narrensicher. Und perfekt. Bevor Dietz nicht die rote Flagge erreicht, wird ein Gewehr auf Sung Lees Herz gerichtet sein. Wenn Sie Mr. Sung Lee wiederhaben wollen, müssen Sie Mr. Dietz freilassen. Das ist unmöglich, Mr. Strange. Wieso? Sehen Sie, Mr. Dietz ist tot. Ich ahnte es. Seit vielen Tagen habe ich dieses... Ich kann es nicht erklären, dieses Gefühl von Hoffnungslosigkeit. Also vor 6 Wochen. Und Sie dachten nicht daran, mir Bescheid zu geben. Das ist doch grausam. Unmenschlich. Eine Infektion? Was soll das bedeuten? Das ist doch alles Lüge. Nein. Sie haben ihn umgebracht. Das glaube ich nicht, Mrs. Dietz. Sie hatten keinen Grund dazu. Er nutzte ihnen nur lebend. Als Tauschobjekt für ihre Leute in Hongkong. Nein, nein. Ich bin ehrlich gesagt sicher, dass er krank geworden ist. Es war Unterernährung. Und die Einzelhaft? Das ist doch dasselbe wie Mord. Und was unternimmt man bei uns? Nichts, nichts, gar nichts. Ich wünschte, ich könnte Sie auf irgendeine Weise trösten. Stattdessen bin ich hier, um Sie um Hilfe zu bitten. Den Kindern sagen? Sehen Sie, wir müssen jetzt unbedingt jemanden finden, um ihn gegen Sung Lee auszutauschen. Wen? Jemand, den wir für Ihren Sohn ausgeben können, der ähnlich aussieht. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Warum? Sie haben Edward ermordet. Sie haben es sich selbst eingebrockt. Sollen Sie doch die Konsequenzen tragen? Ja, aber ich denke vor allem an William Blake. Er wird die Konsequenzen zu tragen haben. Helfen Sie mir, Mrs. Dietz. Ich habe mir eine Reihe Pressefotos von Ihrem Sohn angesehen. Und ich denke, dass wir einen sehr brauchbaren Ersatz anbieten können. Sie verschwenden Ihre Zeit, Mr. Ich möchte ja von Ihnen nur ein paar allgemeine Hinweise. Wie er sich zum Beispiel anzog, welche Eigenschaften Nein, er hatte. Nein, Mr. Strange, nichts zu machen. Ich werde keinen Finger rühren. William Blake hat eine Menge riskiert, um Ihren Sohn freizubekommen. Wollen Sie mir nicht helfen, diesen Mann davor zu bewahren, dass er einen Mord begeht? Sie sagten doch selbst, dass er ein kranker Mensch ist. Man wird ihn nicht verurteilen. Zweifellos, das wäre absolut möglich. Aber Ihr Sohn Roger ist bei ihm. Roger? Ich habe es Ihnen heute noch nicht sagen wollen. Das ist unmöglich, Roger. Ist in Oxford... Nein, ich habe es nachgeprüft, glauben Sie mir. Sie sind beide zusammen. Sie sind beide zusammen auf der Farm. Roger. Blake ist zu allem fähig. Er ist krank. Er könnte Sung Lee töten, einen Polizisten umbringen und Roger würde sich der Beihilfe zum Mord schuldig machen. Also gut. Ja. Ich helfe Ihnen. Ham? Mrs. Dietz, das ist der Mann, der bereit wäre, die Rolle Ihres Sohnes zu übernehmen. Aber er sieht Edward gar nicht ähnlich. Nein, aber er ist doch genauso groß. Und schließlich ist er 50 Meter entfernt. Dann wird es vielleicht gehen. Also bitte kommen Sie mit ins Haus. Ich gebe Ihnen ein paar Sachen von ihm. Gemacht. Los, Leute, beeilt euch. Einsteigen. Also lass uns alles noch mal durchkauen. Wenn du unten landest, läufst du zu der Flagge. Die Flagge. Ich renn da hin und warte. Ich frag mich nur, wie weit die weg sind. Keine Ahnung.
Aber vergiss bloß nicht, du bist Rogers Bruder. Das verletzte Knie. Das linke Knie. Das linke Knie, ja. Ich humple. Und nicht vergessen, Sie müssen sich sehr langsam bewegen, weil Sie lange in einer Gefängniszelle gelebt haben. Und pass auf, wenn Blake sich bemerkbar macht. Geh so nah ran, wie du kannst, aber sei nicht leichtsinnig. Nein, das brauchst du mir nicht zu sagen. Wenn du die Nerven behältst, wird dir nichts passieren. So ganz wohl ist mir dabei aber trotzdem nicht. Was weiß ich von seinen Nerven? Sehen Sie. Das ist unser Mann. Das ist Zung Li. Die Preisfrage ist, wo sind die anderen zwei Figuren? Halt die Ohren steif. Du bist vielleicht gut. Ich bin eine Zielscheibe, auf die man jeden Moment ballern kann. Was nützen mir da steife Ohren? Achtung, der Vogelmensch schlägt wieder zu. Thank you.
Ach, das ist doch gar nichts. Nur ein kleiner Streifschuss. Adam, ich soll in der kaputten Socke laufen? Das ist doch peinlich für mich. Sieh ihn dir an. Ist er noch dein Sportsmann des Jahres? Komm. Naja, er hat zum Schluss ein paar Punkte verloren, aber eine kleine Medaille bekommt er doch. Roger, Gott sei Dank, dass dir nichts passiert ist. Ist alles in Ordnung? Ja. Alles gut überstanden, Mr. Sung Lee? Keine Nachwirkungen? Antworten Sie nicht. Wieso nicht? Sie werden den offiziellen Protest meiner Regierung noch bekommen, Mr. Strange. Also wollen Sie unserer Regierung trotz allem Schwierigkeiten machen? Es gibt nichts mehr zu sagen. Halt, ich habe etwas zu sagen. Ich habe es gut überstanden, Gentlemen. Wir werden keine Beschwerde einlegen. Ich danke Ihnen für Ihre große Hilfe. Ihnen ganz besonders. Das war unklug von Ihnen, Genosse. Sie haben das Gegenteil von dem getan, was Peking uns geraten hat. Ich glaube, Genosse, wenn der Weg zu unserem Paradies auf Erden nur über Lügen und Hass zu erreichen ist, ist eine Rechtfertigung dafür nicht mehr da.